Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Wizard Empire. Natürlich heute wieder mit dem absolut genialen Russell Moon. Und den sehr schmeichelhaften Herrn Blaze. Dankeschön. Herrlich. Es trieb so vor Schleim, was wir hier machen. Ja, natürlich. So, wo waren jetzt die anderen Laserfestungen, die ich gesehen habe? Weißt du das noch? Nee, ne? Eine andere? Ich kenne bloß die eine. Ja, da wo noch Blaze Spawn drin waren, wo ich dann nicht mehr zurückgekommen bin, weil ich mich immer verflogen habe. Ich weiß nicht, ich war jetzt irgendwie 500 Meter von Spawn weg, irgendwie hier rüber, glaube ich. Ich habe bloß eine Markierung gesetzt, ich tipp. Das ist also, weil ich quer mit Cheetah gefarmt habe, irgendwie rumgeflogen und So mache ich das auch gerade. Aber ich werde es jetzt wirklich so machen, ich werde jetzt die komplette Folge jetzt noch mit Cheetah farmen. Denn in den Baufolgen darf ich ja wieder nicht. Da muss ich mir dann vielleicht bloß noch ein bisschen Stone farmen. Ich habe mir extra jetzt, nehme mir ein bisschen Netherrack mit. Ja, Netherrack ist gut. Ja. Gut, du kriegst ja automatisch jetzt. Wenn du Mimichita baust, dann haust ab und zu mal so ein Netherrack weg. Na klar, na klar. So. Wo war denn jetzt die andere Festung? Ich brauche unbedingt Blaze Rods. Und ich weiß, hier hinten war eine Festung. Dass ich mir da keine mitgenommen habe, ärgert mich. Ja gut, da wusste ich doch nicht, dass ich das brauche. Ja, man denkt immer nicht dran, was man alles brauchen könnte. Das ist das Problem. Aber ich bin ja jetzt wenigstens schon mal froh, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind, ne? Das war ja schon grausam. Aber im Moment würde ich ja sagen, doch, wir sind schon von den Hexern sehr gut ausgestattet. Obwohl ich jetzt letztens so eine Folge gelesen habe, dass wir am schlechtesten ausgestattet sind von den Hexern, aber das glaube ich gerade gar nicht. Also. Dann noch ein Gas. Ich sag mal so, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen mit Ars Magica anfangen. Und das beides dann kombinieren, ne, was wir jetzt haben. Dann geht's ab. Weiß ja nicht, ne? Ob wir dann wirklich so schlecht gestellt sind. Wir sind nicht schlecht gestellt, also. Wie gesagt, schade ist es halt, wie gesagt, nur das mit der Rüstung, ne, dass die halt quasi die angepasst wird. Ja, dass wir die Bauernrüstung brauchen, die erst herstellen brauchen, weil die sowieso keine andere hat, meinst du? Nee, doch, ich würde sie mir herstellen, aber das möchte ich jetzt nicht sagen, warum. Ich glaube, du kannst dir denken, warum, wenn ein Doppelduell ist. Da war die Gast hier. Achso, weil Richard das hast, wenn der, wenn uns jemand besuchen kommen würde. Mhm. Weil da ist ja keine Rüstung nicht festgelegt. Stimmt, ja. Als Stadtverteidiger. Stimmt, dafür würde ich es auch machen. Ja, jeder, der die Bauernrüstung kennt, weiß ja, wie immer die ist. So, weiterfliegen. Also eine Gast hat gerade eine Gast getroffen. Boah, seid ihr wahnsinnig. Konnte ich die nicht einsammeln, weil, ich in Lava. Vier Riesenspinnen, okay. Mach's immer fertig. Weg. Nee, nicht ohne Rüstung. Ja gut, so ganz ohne Rüstung würde ich auch nicht machen, das ist recht. Bin nackt hier drin. Geil. Blaze, das wusste ich ja gar nicht. Jetzt finde ich die scheiß Netherfestung nicht mehr, ne? Ich weiß nur, dass die eine, wo wir immer waren, noch ein Stückchen in die andere Richtung geht. Ja, aber da ist ja alles abgebaut, das nützt ja kein mehr was. Ja, das ist eben das, ne, wenn die Leute einfach alles wegmachen. Ich weiß, hier war ja noch eine, ich finde sie nur nicht. Vielleicht bin ich jetzt vom Ausgang weg. 800 Meter, das ist ja schon viel zu weit. Bin ich hinter nie wieder zurück. So, weiter Mimichite farmen. Mimichite. Wir brauchen noch so viel davon. Ja, also, ist einfacher als Diamanten zu farmen, ne? Ja, klar. Ich habe jetzt 53. Ja, das ist schon eine Kleinigkeit. Kann man ein bisschen was mit anfangen, oder? Ja, ich lande ja zwischendurch auch im Bau noch ein bisschen mit dem Cheat, aber ich glaube, ich habe immer noch einen halben Stick zu Hause. Wir brauchen eine schnelle Spitzhacke, vielleicht sollten wir uns im Bau einen Pickaxe machen. Ja, das wäre nur eine Diamantspitzhacke, die wollte ich ja eben noch machen, ne? Aber kein Diamant. Ja, richtig, ich habe ja keine mehr. Du hast ja noch einen und den. Ich muss mir dann eh von dir einen borgen. Ja, gut, aber ich hätte auch einen Cheat noch gehabt, also so ist es nicht. Wie gesagt. Also ich würde mir eigentlich jetzt gerne, ich sag's mal so, ich brauche ja noch ein bisschen Stone. Ich würde mir jetzt dann eigentlich gerne eine Diamantspitzhacke bauen. Ja. Und die Pickaxe zählt ja nicht als Waffe oder als Vorteil, die darf ich mir ja auch in der Baufolge machen. Habe ich mir heute im Skype sagen lassen. Ja, ist richtig. Und mit der gehe ich halt mal ganz kurz runter, stell die quasi hoch. Mhm. Und die arbeitet mir da ein Feld ab, ne? Da wo ich normalerweise 5 Minuten dran sitze.
Ja, stimmt, das ist eigentlich eine Idee. Könnte ich irgendwie auch eine machen. Also, eigentlich brauchen wir keinen zwei davon, oder? Wir sind ja eh nicht gleichzeitig. Doch, wir sind immer gleichzeitig am Farmen. Wow. Weil wir immer gleichzeitig die Baufolgen haben. Ja, das stimmt. Oh, viel Mimichite. Oh, Level 30 erreicht. Yay. Ich muss irgendwie noch verzaubern gehen. Das muss ich auch in der normalen Folge 20. machen. Scheiße. Aber ich werde mir dann eine Eisenrüstung verzaubern, komplett. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht, vorerst mal. Aber ich glaube, Dalo hat ja eh diesen XP-Buff-Dingsbums, ne? Ja, der steht da rum, richtig. Ich frage mich ja, ob es nicht interessant ist, wenn du jemanden zum Duell herausforderst, kannst du mir den Duellplatz festlegen, ne? Ja. Kann man diese Horst-Kristalle bauen? Natürlich kann man die bauen. Also, weil, soweit ich weiß, schon. Man stelle sich vor, Horst-Kristalle nimmst du mit in den Duell, ja? Du baust einen Duellplatz, baust am Anfang so zwei kleine Gebäude einfach dahin, in den Duellplatz, ja? Das darfst du ja machen. Quasi, dass jeder sich. Sagst du einfach, jeder fängt so in den Gebäuden an, dann hast du ja kurze Zeit zum Waffen. Stellst kurz den Kristall hin, sodass er den Effekt kriegt. Ja, du kriegst natürlich auch, ist klar. Trinkst dann den Milch, dass er bei dir wieder weg ist. Also, nee, du reißt erst den Kristall wieder ab und trinkst dann den Milch. Aber die Milch nützt nichts, das ist das Problem. Nützt dir nichts? Um den Effekt. Nein, habe ich schon probiert. Ah, shit, okay. Ja, dann ist es nicht. Es hilft nur, ausloggen nach dem Effekt. Okay, nee, dann lassen wir es lieber. So, ein Stack Mimichite ist full. Heißt, 8 Diamanten kann ich schon herstellen. Ja, such mal die Netherfestung, wenn du eine findest. Ich finde die nicht, die ist weg. Scheiße. Ich habe halt überlegt, ob es sich lohnt, eine ganze Diamantrüstung zu machen, aber ich glaube, es hat kein anderer irgendwie. Es lohnt sich ja dann auch nicht. Oh. Oder? Naja, wie gesagt, die Frage ist halt, ob du es in der Herausforderung nehmen darfst, ne? Das ist ein fliegendes Schwert. Das ist halt das andere, ne? Naja. Aber wie gesagt, die Rüstungen werden ja vorab festgelegt. Und wenn er sagt, er möchte in der Eisenrüstung kämpfen, dann möchte er das. Es ist sowieso noch die Frage, was ist, wenn er in dir Rüstung kämpfen will, aber du keine hast? Dann geht's nicht. Das muss sich ja darauf geeinigt werden. Ist ja nicht so, dass würde das einer festlegen. Weil das mit den Rüstungen finde ich ja nicht mal schlecht. Man ja hier sonst ne, mit der OP-Rüstung ja gar keine Chance hätte gegen denjenigen. Der keine hat, ja. Der genau. Der hat dann die A-Karte. Die große A-Karte, ja. Tadelditü, tadelditta. Gehen wir mal hier durch. Oh, ist ein Wisserskelett. Na, komm mal her. Oh, zwei sogar. Kommt her jetzt. Ja, ihr könnt auch in der Lava sterben, ist auch gut, aber. Wo ist ihr jetzt hin? Lasst euch töten. Lasst euch töten. So, das möchte ich nicht abbauen. Hier haben wir noch welche. Ich habe eine Nässefestung gefunden. Geil, gibt's da noch Blazewords? Moment, ich gucke. Also ich höre hier einen Gast. Wo? Komm her. Ich habe einen Blazespawner hier, ist alles gut. Mein Bounce-Schwert macht immer mehr Schaden, ne? Dann nehm ich das zum Schlagen. Hast du eine Gast hier? Sieht mir nicht so aus, ne? So, nee. Zwei Dinge habe ich schon mal, aber ich brauche ein paar mehr. Ich will drei Rune-Stands bauen oder sowas. Aber ich brauche noch einen Netherwarzen. Hast du vielleicht Netherwarzen gefunden schon irgendwo? Da kann ich mal kurz in die Festung reingehen und gucken. Ja, das wäre jetzt gut. Wie viel brauchst du denn? Netherwarzen schon ein paar. Aber die kann man sich ja auch züchten, glaube ich, ne? Jo. Drei getötet, drei Dinger. Aber die droppen auch Platzschards, also die Blazes. Okay. Also 22 Warzen hätte ich hier. Oh ja, das ist sehr gut. Das freut einen zu hören. Moment, ich habe noch mehr. Die kann man auf Soulsand anbauen, oder? In der wirklichen Welt? Dann muss ich nochmal Soulsand mitnehmen, wenn ich ihn finde. Ach komm, ich habe drei Stück, das muss reichen jetzt hier. 42.
Da ist noch einer, den töte ich noch. Aber Blaze-Spawner sind hier nicht mehr wirklich, ne? Ich habe einen Blaze-Spawner, das ist ja kein Problem. Oder ist das... Ich hab vier von den Blaze-Spawners, alles ist gut. Ah, hier ist noch ein Blaze-Spawner, den muss ich mir mal hier markieren. Ich bin da bei der Startfestung noch. Du musst einfach nur da unten drunter durchgehen, weißt du? Und dann in den zweiten Teil der Festung, da ist noch einer. B. Blaze Spawner. Wirst du wahrscheinlich eh nicht mehr lange da sein. So. Ich gehe jetzt weiter mit Cheater farmen. Ich habe jetzt keine Lust gegen Blazes zu kämpfen. Ich glaube, ich brauche auch im Moment keinen. Sollte ich mir vielleicht ein, zwei Blaze Rods mitnehmen? Ein Ghast höre ich auch ständig. Ich bräuchte nur eine Ghast hier. Ja, immer noch. Ich habe gerade eine gesehen, aber die ist in die Lava gefallen, wie gesagt. Ja, schon wieder einen Ghast. Mal gucken, dass ich den. Brauchen die Warzen dann noch Wasser oder reicht einfach nur Soul Sand irgendwo? Ich glaube, dass das Soul Sand reicht, ja. Okay. Wo? Da oben. No. Entweder ist der Ghast hier jetzt runtergefallen oder er hat keine gedroppt. Ich tippe mal hier aufs zweite. Ich tippe auch aufs zweite. Dahin muss ich hin. Okay. So, mehr Mimichite. Aua, was haut mich jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Was bist denn du? Bist denn du? Ein Darkling. Der klingt recht dunkel. So, wie sieht es eigentlich mit meinem Blutpool aus? 7700, das ist noch in Ordnung. Das ist nicht mehr so viel Net Space. Ja, fürs Schwert meine ich, das reicht, ne? Treffe ich euch schon, ja. Guten Abend, komm. Gute Nacht, komm. Dann bewacht. Man darf halt nur nicht vergessen, das Schwert auszuschalten, ne? Das ist das Problem. Ja. So. Sagt mir mit Cheat Vorrat. 96. Schon nicht schlecht. So, dann kommen wir in Richtung. Ich hab genau 90. Ich müsste noch ein bisschen weiterfahren. Mit Glowstone habe ich mir auch schon ein bisschen mitgenommen. Vielleicht noch einen Ghast irgendwo finden. Ne? Ist zwar für die Zuschauer, muss ich trotzdem sagen, langweilig, wenn wir hier Mimichite und sowas farmen, aber na, wir brauchen es, um wirklich jetzt ein bisschen weiterzukommen. In der Tat. War sehr dringend. Hören Gast. Ich such dich gleich, keine Sorge. Wenn du noch eine Bauen Pickaxe herstellen willst, solltest du das bald machen. Ah, nee, die darfst du ja so herstellen, ne? Darf ich so herstellen. Das ist ein Werkzeug, kein Vorteil im Kampf oder sonst was. Richtig. Da ist er. So, brauchen wir da Kabel und das, alles klar. Ach, Kabelstone haben wir bestimmt nicht. Ich brenne. Ich glaube, ich kann auch Marble Kabelstone nehmen. Nicht ganz verbrennen, bitte. Ah, geht, Gott sei Dank. Zwei Herzen. Eineinhalb Herzen. So. Ein Herz. Blaze. Jetzt darf ich mich beeilen. Naja, wenn keiner deinen Chunk ist, ist es egal. Wie lange habe ich noch? In dieser Aufnahme noch 5 Minuten, 5,5. Das musste jetzt wieder sein, ne? Ja, natürlich. Weil ich dachte, da ist eine Ghast hier, dabei war es nur Gunpowder. Latschplatschung kriege ich aber so viele schon raus, geil. Darf bald wieder einen Baum fällen. Oh Mann.
Das hätte nicht sein müssen. So ein Scheiß. B, es ist jetzt alles weg, ne? Ich hoffe nämlich, dass ein Teil, obwohl ich bin extra ein Stück von der Lava weggeflogen. Habe ich noch Glas irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, nix habe ich, ey. Blaze, was ist denn eigentlich hier? Was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Wir haben mal nix. Ne, wir haben wirklich nix, ne? Wir konzentrieren uns halt nur aufs Wesentliche. Ich sag nur mein Haus. Dein Haus ist eine Plattform. Ich habe irgendwie schon... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich überhaupt irgendwas an mein Haus gebaut habe. Ich habe keine Ahnung. So, rein da. Latest Death, hoffentlich wird mir richtig angezeigt. Ist aber eigentlich. Bis jetzt habe ich ja noch keine Fehler. Apfel hast du aber schon gefressen, ne? Bin jetzt gerade dabei. Wo ist mein letzter Todespunkt? Da. Ach ja, hier links darf ja sein Haus erweitern. Hinten sehe ich gerade. Oh, ein Dings hat ja einen Kampf gewonnen. Ein Hex hat ja mal ein Duell gewonnen. Unbelievable, ne? Unbelievable. Ach, komm her, das muss schneller gehen. Super, jetzt habe ich hier zwei Ghasts auf dem Weg gefunden, ne? Schneller gehen, ja. Das ist episch. Und wenn du sie suchst, dann findest du sie nicht, ne? Und jetzt muss ich auch noch an dem vorbei. Ja. So, Gold haben wir auch nicht gerade viel. Hm. Und wie komme ich jetzt da hoch hier? Mich Glas, Joanna, Glas, Joanna, Glas before the morning comes. Ich brauche Rüstung, definitiv. So, das machen wir so, ne? Ja, genau, Fledermaus, zünd mich an, hast du recht. Ich habe gerade nichts, aber... Danke. So, jetzt bräuchte ich die Netherwarzen. Ja, ich sammle gerade mein Zeug irgendwie wieder auf. 2, 3. Wahrscheinlich darf ich die Tränke nicht brauen, wenn ich jetzt nicht in dieser Folge, ne? Weil ist so. Da liegt noch was. So, habe ich jetzt wieder alles. Mein Schwert. Mein Crystal. Mein Division. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Apfel zum Heimfliegen. Ich muss unbedingt sortieren hier. Und essen, okay. Die Brust. Ich glaube, ich habe wieder alles eingesammelt. Uhu! So, und wo waren jetzt die beiden Ghasts, die mit mir spielen wollten? Wo hat denn Dado sein Verzauberungshebel? Weißt du das, wo der ist? Ach, keine Ahnung. Irgendwo in seinem Haus. Hier oben, ich sehe schon. Wie lange habe ich noch Zeit? Toll, der hat ja seine Rüstung drin liegen. Darf ich... Nee, das ist meine Rüstung, okay. Du hast noch 2 Minuten. Okay, dann baue ich jetzt die 4 Minuten, die ich noch habe, und dann werde ich mich so ein bisschen am Rückflug begeben. Ich mach mal hier eine Fire Protection. Gucken, wo der Ghast war. Oder mache ich generell Protection drauf, ne? So ist besser. Oder ist der jetzt schon despawned? So, und hier machen wir mal Projektil Protection drauf. Da ist er. Passt doch schon mal. Ich habe eine Ghast hier. Ja, nice. Sehr schön. Ich darf dir leider das Sigil noch nicht herstellen. Nö, das muss ich mir selbst herstellen. Das ist kein Problem nicht. Nee, ich meine, ich dürfte es dir herstellen, aber es klappt von der Zeit her nicht mehr. Ja, schon, aber ich kann es ja in der nächsten normalen Folge da machen. Und da war doch noch irgendwo ein Ghast. Beim Portal direkt. Hören doch auch. Diese XP-Dinger, die könnten wir auch gebrauchen eigentlich dann, ne? Oh, da ist ja noch Eisen. Oh, das ist ja sehr geil hier. Hm. Okay. Das Tier Nummer 2. Nice, auf jeden Fall nice. So. Dann würde ich was sagen, was fliegt denn hier? Ach nee, so. Ich muss echt sortieren gleich hier. Sortieren. Haben wir hier noch eine kurze Runde fliegen? Und wenn dann Aufnahme vorbei, dann werde ich mich nach Hause begeben. Aber solange ich hier noch Action machen darf, werde ich dies tun. Ja, 20 Sekunden darfst du es noch. Ja, lohnt sich nicht mehr wirklich, ne? Dann fliege ich schon mal zum Portal. Ich muss dann echt gleich hier anfangen zu sortieren. Hm. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.